Hi zusammen, schön, dass ihr da seid, an alle, die noch da sind auf diesem Kanal. Jetzt haben wir uns einen Monat wieder nicht gesehen. Ich weiß, ich habe im letzten Video versprochen, es gibt jetzt regelmäßig Videos alle 2 Wochen. Ihr seht, es hat nicht funktioniert. Warum? Leben, Arbeit, der neue Job, den ich im Herbst angefangen habe, ist einfach wahnsinnig umfangreich. Es ist ein toller Job, aber auch ein sehr, sehr, sehr ein Job, der fordert. Ja, ganz, ganz klar. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, heute werdet ihr keinen Planer sehen. Warum? Weil ich da gerade nicht viel drin mache. Eigentlich eher gar nichts, ja. Ich habe einen neuen Arbeitsplaner aufgesetzt, aber auch den habe ich wieder verworfen, weil ich auf der Arbeit einfach wahnsinnig digital und schnell sein muss in meiner Planung. Und seitdem das nicht mehr so Grundsatzsachen sind, dafür hat das Bullet Journal wunderbar funktioniert. Da hatte ich ja hier diese Hefte. Aber seitdem ich diese Grundsatzsachen nicht mehr habe, sondern wirklich meine Projekte habe, meine To-Dos habe, funktioniert das Bullet Journal einfach auch nicht mehr. Oder ich brauche es in der Form nicht mehr, wie es funktionieren würde. Die liebe Uli hat das mitbekommen und hat mir eine kleine Happy Mail geschickt. Neuanfang, ja, weiß ich noch gar nicht, ob es den aktuell geben wird. Ich habe eine Idee im Kopf, aber die ist noch nicht spruchreif. Und solange die nicht spruchreif ist, das habe ich gelernt, sage ich auf Social Media lieber nichts mehr dazu. Nein, aber es ist gerade wirklich einfach nur rumspinnen. Das wäre jetzt Blödsinn, euch das schon mitzunehmen. Ich nehme euch mit oder zeige euch das in irgendeiner Form, sobald es dann klar ist, wie es sein wird. Also vielen lieben Dank, Uli. Ich habe mich sehr gefreut und die Sachen werden dann in einer oder anderen Form auf jeden Fall Einsatz finden. Ich habe es nur aus dem Umschlag befreit, weil da unsere Adressen jeweils drauf standen. Werde aber euch jetzt natürlich zeigen, was drin ist. Ich habe noch nicht reingeguckt, wie gesagt, ich habe es nur aus dem Umschlag raus. Das hier ist, ich glaube, ein Flow. Es sieht nach Flow aus. Papierzuschnitte. Die liebe Uli hat scheinbar auch mitbekommen, was so mein Farbschema ist. Seht ihr gleich auch noch, weil das Washi-Tape habe ich auch rausblitzen sehen. Ja, also Gelb und Blau ist einfach meine Welt. Freue ich mich sehr drüber. Und ich liebe dieses Papier. Sieht echt cool aus. Also schon mal super. Dann hat sie mir so Jungs aus einem PET-Tape rausgeschnitten. Echt auch coole Jungs. Den hatte ich schon mal. Den hatte ich letztes Mal auf meinem Brief kleben. Jetzt habe ich ihn nochmal in frisch sozusagen. Ja, finde ich mega cool. Und für diese Idee, die ich habe, würde ich die dann tatsächlich zur Gestaltung benutzen, wenn ich das denn mache. Dann habe ich hier ein kleines Briefumschlägchen. Also wie gesagt, Planer werdet ihr nicht sehen in diesem Video wahrscheinlich. Es geht einfach ein bisschen um New In. Und ich wollte mein Federmäppchen mit euch durchgehen, weil das einige sich gewünscht haben, so Stiftefavoriten. Das ist eigentlich das Ding heute. Also es wird heute viel um Schreiben und Kleben gehen, weniger ums Planen. Das hier ist ein ganz, ganz schönes, so ein Marmeladenglas mit so einer Waldszene. Auch sehr, sehr schön. Jetzt kommen PET-Tapes, also so Snippets. Mach das mal hier. Ich hoffe, da seht, ich glaube, da seht ihr es ein bisschen besser. Sehr, sehr schön. Bücher. Dann einen Füller. Hint, hint. Denn die Uli weiß auch, was bei mir eingezogen ist. Dieses Tintenfass. Oh wow, die finde ich mega schön, diese Schreibmaschine. Ja, also ich werde schon mal für die Sachen, für die, oder die Sachen, die ich jetzt für dieses Projekt im Kopf habe, die werde ich schon mal separieren. Den hier noch. Ja, die habe ich von der lieben Anne auch schon mal gehabt, von diesem Tape. Und die finde ich mega cool, verwende ich ganz oft in meinem Memory Keeper. Also richtig, richtig cool. Das hier ist auch ein mega schöner Schnipsel. Ihr seht, ich habe schon wieder nicht mehr genug Tageslicht. Ich nehme es mir jedes Mal vor, am Wochenende ein Video zu drehen, wenn es noch Tageslicht gibt. Es hat nicht geklappt. Ja, also auch mega, mega schön. Auch voll mein Stil. Dann ist hier nochmal ein bisschen gelb. Und hier übrigens nochmal ein bisschen blau. Ah, da ist noch ein Junge, ja, oder auch ein Mädchen, ist ja egal. Hier so eine Person auf einem Tape, richtig cool auch.
Und Uli hat mir von ihrem Neuzugang, von dem Häusertape, das ich zugegebenermaßen sehr angeschmachtet habe, hat sie mir auch welche reingelegt. Wie schön. Da muss ich gut gucken, wann ich die einsetze. Die sind mega schön. Ja. Als ich letztes Jahr in Maastricht war, da gibt es so ähnliche Häuser. So Häusereien, so altbaumäßig, auch so nah aneinander an der Maas eben. Wobei das hier, glaube ich, sieht eher nach Frankreich aus. Ja. Dann hier so richtig coole Good Luck Cards. Kann man auch mal weitergeben. Ich habe sogar schon überlegt. Nächste Woche haben wir in der Arbeit ein großes Event. 2 Tage lang, ob ich das meinen liebsten Kolleginnen einfach mitbringe, so als kleinen Gimmick. Fände ich cool. Dann ein von Keith Haring. Ein Cut, auch sehr, sehr cool. Jetzt kommen so Kärtchen, die finde ich auch mega. Die hier. Und da wollte ich mal schauen, ob die. Vielleicht, ja, vielleicht gibt die Größe schon einen Hint, worüber ich gerade nachdenke. Ob die in Passport passen. Tun sie. Aha. Das tun sie. Sehr schön. So. Ja, wie gesagt, mehr dazu demnächst. Live a little. Ja, das ist ein guter Hinweis. Den sollte ich mir wirklich unter das Kopfkissen legen. Ja, und dann kommen Tapes. Und besonders hinter diesem Tape bin ich ja schon eine ganze Weile her. Das ist, glaube ich, eins von den OGMT-Tapes. Und auch die anderen sind super schön. Auch eben in diesem Farbschema. Freue ich mich mega drüber. Samples, Washi-Samples sind immer cool, weil ich einfach auch nicht so viele Washis habe. Oder so viel Auswahl. Sie hat es auch ein bisschen gethemed. Let's start again. Today sounds so much better than someday. Auch richtig cool. Und dann, das hat sie, glaube ich, in ihrem Video gezeigt, einmal hier von Amazon so Punkte und von Happy Vintage Crafter, da hat sie ja auch einiges gezeigt in letzter Zeit, habe ich hier so richtig coole Monthly Tracker und Wassertracker. Richtig cool. Und dann habe ich noch ein paar Merkzettel. Und nochmal noch mehr Tinten-Washi, Filler-Washi. Das ist ja auch mega schön. Ja. Also vielen lieben Dank, Uli. Und jetzt habe ich euch, glaube ich, lang genug auf die Folter gespannt. Naja, 8 Minuten, ne? Aber schon eine Weile, warum ich bei den ganzen Füller-Tapes so gesagt habe, das ist ja praktisch. Bei mir ist ein neuer Füller eingezogen. Ich habe jetzt die längste Zeit und den liebe ich heiß und innig. Das ist mein immer dabei Füller, den Stabilo Grow verwendet oder die Stabilo Grow in der blauen Variante. Das ist ein Holzfüller und ich mag Holzfüller. Und gleich werdet ihr sehen, dass sich daran auch nichts geändert hat. Da ist schwarze Tinte drin. Ja, kostet 21 Euro. Also es muss auch nicht immer, das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen. Klar, es gibt wahnsinnig tolle Füller und die Easterbrook und Füller anderer Marken und Caveco und keine Ahnung was, sind alle wunderschön und es ist sehr legitim, die haben zu wollen und auch zu kaufen. Aber man kann auch, und das sagen ja auch ganz viele Leute, die sich damit ein bisschen mehr beschäftigen, immer wieder, man kann auch mit Lamy-Füllern super schreiben, man kann auch mit Stabilo-Füllern, also ich schreibe mit dem auch super schön. Der hat mich jetzt ein Jahr lang komplett begleitet und hat vollkommen gereicht und der wird auch also das wird einer sein, den ich weiterhin mit rausnehme. Der, den ich mir jetzt gekauft habe, weiß ich gar nicht, ob ich den der so regelmäßig das Haus verlassen wird, weil der war einfach super teuer. Also, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Es begab sich aber, hoppala, ist euch schlecht? Tut mir leid. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ich auf Instagram bei My Traveler's Notebook einen Füller gesehen habe von der Firma Conklin. Dieser Füller war wunderschön aus verschiedenen Holzarten und dadurch natürlich auch in verschiedenen Holztönen.
Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und dann habe ich gesehen, was dieser Füller kostet und dass er zudem auch eine limitierte Edition ist und dass Conklin ja nun mal aus Amerika verschickt, wusste ich auch eben von Videos von Uli und Co. Und dann habe ich so gedacht, ja, gut, dann ist das halt erstmal ad acta gelegt, dieser Wunsch, aber ich habe diesen Füller, ich fand den wahnsinnig schön. Und man muss dazu sagen, ich bin überhaupt nicht anfällig für Füller eigentlich. Für schöne Stifte ja, aber für Füller eigentlich nicht. Und dann hat mich die Uli genau vor einer Woche am Ostersamstag, Karsamstag, angeschrieben, hat gesagt, du, das ist doch der Füller, den du so schön fandest, oder? Und die liebe Lauli, Lauli Sale auf Instagram heißt der Kanal jetzt inzwischen, löst ihre komplette Journaling-Sammlung auf und hat den Conklin All-American Quad Wood verkauft. Und der gehört jetzt mir. ja, dieser Füller ist es geworden. Ich zeige euch gleich, wie er aussieht. Also da kommt schon mal diese wunderschöne Verpackung. Und ihr seht hier auch, dass es eben eine limitierte Auflage ist. 898 sind produziert worden und ich habe die Nummer 880. Falls ihr jetzt sagt, oh, der ist aber mega schön, ihr könnt, glaube ich, das ist jetzt keine Werbung, keine bezahlte Kooperation, ich habe es nur zufällig gesehen, beim Account My Traveler's Notebook auf Instagram beim Gewinnspiel mitmachen. Sie darf gerade einen mit Conklin verlosen. Sie hat den auch selbst und darf ihn verlosen. Ja, und da kommt jetzt eben diese wunderhübsche Schatulle raus, eine Lederschatulle. Wahnsinnig edel und hochwertig, finde ich. Und da ist er drin. Da ist jetzt auch der Konverter schon daneben, weil den habe ich heute rausgenommen, um einfach meine. Ich habe eine Patrone drin, weil ich mich mit dem ganzen anderen Zeug erstmal beschäftigen muss. Er ist deutlich schwerer als mein anderer Füller. Aber ich stelle das mal hier hin. Er ist halt einfach auch wirklich wunderschön. Ich habe einen sehr, sehr guten Preis dafür bekommen. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, also diese limitierte Edition, der hier, ihr seht hier auch, da ist sogar, na, fokussierst du? Hallo. Aha. Da ist sogar Limited Edition eingraviert und die Nummer des Füllers. Und hier eben Conklin All American. Also das ist der All American Quad Wood. All American ist die Füllerform. Und Quad Wood ist eben diese limitierte Edition. Und ich finde den wahnsinnig schön. Er hat so Gunmetal-Details. Und ich muss jetzt auch gucken, wie die Spitze heißt für die Füller-Nerds unter euch. Es ist die Omniflex, der Omniflex-Nib, also die Omniflex-Spitze. Und ich habe die Black-Version. Omniflex ist quasi. Angeblich erfasst der genau die Schönheit deiner eigenen Handschrift. Mal gucken, ob es bei mir so viel zu erfassen gibt, aber gut. Also es ist ein Füller, den man aufdreht, nicht aufzieht. Und ich finde ihn einfach wirklich, wirklich richtig schön. Da ist jetzt dunkelblau drin, weil ich habe ja schwarz in meinem Stabilo. Ja. Jetzt braucht er wieder einen Moment. Das war heute Mittag auch schon mal so. Gerade ist er sehr hell. So hell ist das Blau eigentlich nicht. Na. Ja, also braucht kurz, aber ihr seht, also er schreibt auch wirklich butterweich. Das muss man sagen. Richtig cooles Schreibgefühl. Ich muss damit noch ein bisschen experimentieren, muss ich ehrlich zugeben, weil es ein anderes Schreiben ist. Aber ein sehr schönes. Ein sehr, sehr schöner Füller und ich bin richtig happy, dass ich ihn habe und werde ihn in Ehren halten und immer besondere Sachen damit schreiben. Ja, ein ganz, ganz, ganz schönes Stück, finde ich. Wirklich richtig, richtig schön.
Ja, also, und die liebe Lauli hat dann auch noch, um mir eine Freude zu machen, zwei Tintenfässer beigelegt. Deswegen sage ich ja, ich werde mich damit noch ein bisschen beschäftigen. Einmal Dark Rust und einmal Deep Blue. Und ich habe jetzt nämlich hier einfach ganz frech den Merkzettel von der Uli genommen. Aber ich wollte eigentlich, ich mag dann auch immer gern gleich so die Sachen zu verwenden, die ich. Ach Gott, die sind sogar neu. Krass. Ich habe gedacht, sie hat mir einfach ein paar, die sie halt noch so über hatte. Aber nein, es sind neue Tinten. Wahnsinn. Die hat sie mir dazu geschenkt. Und da, ja, da werde ich immer ein bisschen rührselig, auch bei so einer Happy Mail, dass mir jemand sowas schenkt. Ich hole mal kurz einen Q-Tip. Das ist aber eine schöne Farbe. Also, es ist gar nicht so deep, wie ich ein Deep Blue jetzt erwartet hätte, aber cool. Ja, also damit muss ich mich wirklich noch auseinandersetzen. Mit dieser ganzen Tinte aus Fässern Geschichte. Das ist ja für mich komplett neu. Ich hatte heute schon zweimal Tintenfinger, kein Bock auf ein drittes Mal, aber ich befürchte, darauf wird es rauslaufen. Ich ziehe jetzt erstmal dieses Plastik, glaube ich, entfernen. Ist natürlich jetzt super spannend für euch. Aber. Okay, das machen wir nächstes Mal direkt ab. Ich finde allein schon die Tintenfässer wunderschön. Also selbst wenn ich die jetzt nicht verwende. Selbst wenn ich die jetzt nicht direkt verwende, weil ich dazu einfach erstmal Zeit haben muss, finde ich, sehen sie auch schon wunderschön aus. Auch Dark Rust ist neu. Unfassbar. Also wie gesagt, in dem Game bin ich halt überhaupt nicht bisher. Und ich glaube, das war das, was die liebe Lauli dazu bewogen hat, weil das habe ich ihr natürlich geschrieben. Ich habe geschrieben, du, ich kenne mich da gar nicht aus, kann ich ihn auch einfach mit einer Patrone benutzen? Weil ich jetzt einfach wusste, ich habe jetzt so schnell keine Zeit, mich in dieses ganze Converter-Business reinzufuchsen. Oh. Ja, schön. Ich hole mal ein Tuch. Da ist was ausgelaufen. Schreibtischunterlage, ihr Leben aushaucht. Schaut mal, hübsch. Muss morgen unter Leute, obwohl Sonntag ist. Ach, Leute. Ja. So war der Plan ganz. Lasst euch da nichts einreden. Das war natürlich geplant. Und zwar genau so. Nicht. Ja, Chaos, ne? Willkommen. Also ich kann mit euch ein bisschen drüber reden, was mich gerade am Planen stresst und dann merkt ihr vielleicht auch schon, in welche Richtung das geht. Meine Journals stressen mich nicht. Mein Planer stresst mich. Also die an den Journals wird sich nichts ändern. Am Paperblanks und auch an den Travelers Notebooks. Sondern es geht, und das ist schon das ganze Jahr 2024 bisher das Problem. Es geht um meinen Planer. Also wirklich um mein Planungssystem. Und das ist das, was mich auch mit am meisten stresst. Oh Leute, das sieht aus, ey. Ich gehe mir mal die Hände waschen, dann machen wir weiter. Ja, also sehr schöne Farben. Schnell weg. Wie ihr seht, Hände sind wieder halbwegs besser. Hausmittelchen, wobei ich nicht weiß, wie gut oder schlecht das ist, ehrlich gesagt. Backpulver.
mit Zitrone mischen und dann damit die Hände. Danach aber gut rückfetten, ne? Weil das trocknet die Hände extrem aus. Keine Gewähr, bitte nicht nachmachen, wenn ihr euch da nicht sicher seid oder eure Haut sehr empfindlich ist. Mit Soda geht's auch, allerdings aufpassen, das reagiert, ne? Wird heiß. Oder warm. Gut, aber Hände sind wieder sauber. Ja, und das sind auch die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Also vor allem halt dieses wunderschöne Ding. Und jetzt gucken wir noch, weil sich das eben auch einige gewünscht haben. Also hier steht eben, All American ist eben eine limitierte Edition. Rosenholz, Sandelholz, Olivenholz und Ebony ist, glaube ich, Eiche. Ich schreibe es euch nochmal hin. Ja, also das ist mein neuer Star am Schreibtisch. Der steht hier und sieht schön aus. So. Genau. Also, wie gesagt, mein Problem ist, mein Planer stresst mich. Vor allem dann, dass ich ja irgendwie nicht alles in einem habe und so. Und ich spinne gerade seit ein paar Tagen dran rum. Ich erzähle es euch jetzt doch. Ja, ihr könnt mich jetzt für den inkonsistentesten und konsequentesten Menschen der Welt halten, bin ich nicht. Ich habe irgendwie überlegt, mal wieder in Passport zu wechseln. Ich sehe das jetzt immer häufiger. Ich sehe das bei der Alex von Pen and Alex. Ich habe es da. Ich war zwar schon kurz versucht, mir noch das Olive zu kaufen, weil mir das in meiner Kollektion fehlt. Habe mich aber bisher zurückgehalten. Und würde gerne mal versuchen, ein Everyday Carry, wirklich das Simpelste, was Planen zu bieten hat, mit zwei Heften in einem Passport TN zu probieren. Also, und da sollten dann eben zwei Hefte rein. Wieder, also als Wallet glaube ich jetzt nicht, dass ich es nochmal probieren wollen würde, aber eben als Everyday Carry Planer. Es ist nochmal kompakter als Pocket. Und ich finde die Dekos darin auch echt schön. Ich glaube, da würde ich auch gerade Spaß dran haben, da einfach Wochen drin zu dekorieren. Und das soll, ich glaube, darüber würde ich mich auch wieder ans Planen kriegen. Und es ist ein relativ niedriger Invest, deswegen kann das gut sein. Da werdet ihr dann das nächste Mal von mir hören, wenn ich damit weiter sein sollte, dann schon mit der Idee. Und dann gucken wir noch unser Federmäppchen an. Da sind so ein paar Essentials drin, die sich so angesammelt haben über die letzten Wochen. Federmäppchen selber ist von Freitag. Ich finde die cool, weil die halt so schön schmal sind. Ich mag auch das, was ich aus Leder habe von dieser einen Ledermarke, aber ich finde halt gerade dieses Schmale so cool, weil es nicht viel aufträgt. Ist auch immer in meiner Arbeitstasche. Da ist eben einerseits die Stabilo Grow drin. Was haben wir dann noch? Das hier ist ein Eberhard Faberlineal, das habe ich schon seit Ewigkeiten. Metall, 15 cm, ist super, es in der Tasche zu haben. Dann sind da gerade im Moment Mildliner drin, einfach weil die so schön kompakt sind und weil die so Basic-Farben sind. Nutze ich, um auf der Arbeit Sachen zu markieren. Dann habe ich einen Muji-Stift. Das ist ja so mein. Also, wenn ihr auch immer nach Favoriten fragt, das ist definitiv einer. Das ist eins meiner allerliebsten Stifteteile. Schon seit ganz langem, seit ich im Filofax war, habe ich immer einen Muji-Stift zu Hause und auch immer in meinem Mäppchen, weil die sind einfach grandios. Dann so einen Druckbleistift von Faber-Castell. Finde ich ganz charmant für On the Go. Dann von der letzten Chorprobe auch ein normaler Bleistift, der ist da auch immer drin. Einen Friction, also ihr seht, ich bin da relativ pragmatisch. Und einen Stabilo Sensor. Tensor, ja, genau. Nee, Tensor bräuchte ich mal. Egal. Genau, also das ist hier drin. Wir sind ja jetzt bei dem Handy angekommen, das mich die nächsten 2 Jahre begleiten wird. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie die Aufnahmequalität ist, ob ihr mich gut verstehen könnt. Es ist jetzt auch endlich so, dass ich so viel Speicher habe. Halleluja, dass das mit dem Upload und so alles funktioniert. Ja, falls ihr euch fragt, was mit dem Bullet Journal ist, nix.
Das macht aber nichts, weil das ist ja kein, ne? Wir gehen hier mal nochmal zu meinem Manifest. Das ist mein Ohne-Regelbuch. Das heißt, ich habe hier eine April-Sache gemacht. Aber das ist mein Buch ohne Regeln. Also, wenn da jetzt mal eine Weile nichts passiert, ist das auch vollkommen okay. Ja, und ich könnte mir jetzt ganz gut vorstellen, hier sowohl diese Häuschen und die Schreibmaschine und diese zwei Jungs eben zu verwenden, um die Passportheftchen hübsch zu machen. Das werde ich mir überlegen. Genau. Okay, ihr Lieben, jetzt habt ihr mich wenigstens kurz mal wieder gesehen. Also das war eine halbe Stunde. Nicht mal, glaube ich. Aber mehr ist gerade einfach nicht drin. Wenn ihr sehen wollt, wo mich dieses Experiment gegebenenfalls hinführt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann gucke ich mal, was ich da machen kann. Ich habe einfach dieses Ding hier noch viel zu wenig lieb gehabt. Das klingt immer so blöd, ne? Aber man kauft sich die Sachen ja auch nicht nur, damit sie rumstehen. Und habe das ja nur letztes Jahr mal einen Monat lang oder so als Geldbeutel benutzt, was dann nicht so funktioniert hat, weil ich einfach viel zu viel mit mir rumschleppe. Entweder werde ich versuchen, das wirklich mal nochmal als Experiment zu sehen und zu probieren, weniger mit mir rumzuschleppen. Und werde es nochmal als Geldbeutel probieren. Oder meiner Schwester, süß, da war sie noch ganz klein. Ja. Habe ich da immer noch drin. Genau. Also, vielleicht werde ich es nochmal probieren, vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, dann seht ihr es, wie ich es als Everyday Carry aufsetze und das Stickeralbum würde dann in das blaue Passport wandern. Ich habe ja noch eins. Ist ja nicht so, dass es hier an Travelers Notebooks mangeln würde. Genau. Mit dem kleinen Bötchen. Irgendwie hätte ich da mal wieder voll Bock drauf. Ja. Und ich habe irgendwie beschlossen, dieses Jahr, ich mache mir nicht mehr so viel Stress mit. Ja, das darf ich aber nicht und nicht schon wieder und so. Ich habe ja hier eine relative Konstante, nämlich den B6, ja, den B6 von Paper Blanks und der begleitet mich weiter. Da ist, sind dann alle Erinnerungen an das Jahr drin, hoffentlich. Und ja, damit kann ich für den Moment gut leben. Und beim Rest gucke ich einfach, was mir gerade Lust macht. Ganz ehrlich. Leute, solange ihr das macht, macht's für euch, macht's in eurem Tempo, macht's auch in eurem. Nee, funktioniert gerade gar nicht, sorry, braucht was anderes. Es ist alles legitim. Lasst euch da nichts einreden. Natürlich, ne, muss man ein bisschen auf seine Ausgaben gucken und so, keine Frage. Und natürlich muss auch ich gucken, kann ich mir das gerade leisten oder nicht. Das ist ohne Frage, ne? Aber. Macht euch da nicht so viel Stress. Das habe ich jetzt auch ganz lange gemacht und das bringt eigentlich gar nichts, außer dass ihr euch selber irgendwie nicht mehr mögt. Und das ist ja wohl das Allerletzte, was wir wollen. So, Wort zum Sonntag auch wieder gesprochen. Aber ich finde das auch immer ganz cool oder wichtig, euch auch zu teilen, wenn es nicht so gut läuft. Weil ich bin für Realität auf Social Media. Wir gucken nochmal, was wir heute uns angeguckt haben. Einmal hier diese wunderschönen Sachen von der Uli. Ich lege die mal alle so ein bisschen dahin. Also vielen Dank dafür. Dann hier mein Federmäppchen und dieses Schätzchen. Schön, oder? Ich mache jetzt nochmal einen Screenshot, weil vielleicht mache ich mal ein bisschen was anders am Thumbnail. Ansonsten hoffe ich, dass ihr gesund seid oder es bald werdet oder es euch zumindest in irgendeiner Form gut damit geht, wie es euch gerade geht. Und wenn nicht, dann ich habe heute ein cooles Akronym für Hoffnung auf Englisch gelesen. Hold on. Nee, das muss es euch hier hinschreiben, weil das finde ich grandios. Also auf Deutsch übersetzt, halt durch, Schmerz endet, Pain ends. Das weiß ich, aber ich weiß das O nicht. Weil H ist irgendwie hang in und dann kommt noch ein O, glaube ich, und dann Pain ends. Genau. Also bleibt stark, ihr seid nicht alleine. Und dieses Video möchte ich so ein bisschen auch dem kleinen
Kater von der lieben Lorelei bzw. Julia widmen, dem es ja gerade nicht so gut geht und der Herrli und Frauli irgendwie immer noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Und der Nepomuk ist für mich, hoppala, eigentlich ist der Nepomuk für mich keine Grumpy Cat, aber gerade geht es ihm ja nicht so gut. Und irgendwie habe ich da manchmal diesen Tim Holl-Stempel vor Augen und ich hoffe, dass er bald wieder lacht und nicht mehr so gucken muss. Ja, zumindest, dass es ihm so geht, dass das irgendwie stabil ist. Das wäre schön. Genau. Das war jetzt ein sehr, sehr privater Ausbruch. Sowas kennt ihr in meinen Videos eigentlich nicht. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an dieser Planer-Community, dass sich irgendwann auch sowas wie Freundschaften daraus entwickeln. Und deswegen war mir das jetzt ein Bedürfnis. Ich hoffe auch, das nimmt mir niemand übel. Sonst werde ich das natürlich noch rausnehmen. Aber ja. Genau. Wenn ihr die Livestreams und Instagram-Posts von der Julia verfolgt, dann kriegt man das auch ein bisschen mit. Ist ja, also ist einfach gerade nicht so schön und ich drücke ganz fest die Daumen. Okay, ihr Lieben, bevor ich jetzt zu lang rede, dann habe ich nämlich irgendwie eine realistische Chance, dieses Video heute noch zu bearbeiten und dann seht ihr das vielleicht morgen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, wir sehen uns in einem Planer oder wieder mit irgendwas zum Kleben oder wir machen von der Woche Deko Memory Keeper, irgendwie sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt eine vollgepackte Woche vor mir. Die werde ich jetzt erstmal irgendwie überlegen. Und dann nochmal nächstes Wochenende. Wir uns wiedersehen. Also